werde mich in der anstehenden Lecture mit der Frage der Aufmerksamkeitsökonomie beschäftigen. Damit sind wir in einem absolut zeitgemäßen Thema. Also in einer Welt, in der Influencer tätig werden, in der Ich-AGs unablässig damit beschäftigt sind, auf ihren Social-Media-Profilen ihren Halo und ihre Bedeutung zu schmücken und zu polieren. Und wo letztlich das Rationale nicht mehr in einer natürlichen Knappheit liegt, sondern in der Knappheit des Konsumenten. Folglich Strategien wie Clickbaiting, also das Köderlegen im Internet, klick mich an, letztlich zu entscheidenden Bezugsgrößen unseres ökonomischen Handelns wird. Die Frage der Aufmerksamkeitsökonomie ist aus mancherlei Gründen höchst merkwürdig. Zum einen, weil sie einen Verdacht, den wir schon mehrfach geäußert haben, absolut unterstreicht, nämlich der Tatsache, dass eine tiefe, unterbürdige Veränderung unseres Fundaments in schleichender Prozess daherkommt, der sich nicht notwendigerweise übersetzt in ein Mindset, also in einen Diskurs, in eine Debatte. Die Frage der Aufmerksamkeitsökonomie ist theoretisch gesehen ein weitgehend unerschlossenes Feld. Es gibt Ausnahmen, zu denen wir noch kommen, aber es ist ein Thema, das zwar alle beschäftigt, das Handeln der Menschen leitet, aber nicht reflektiert ist. Nur um einen kleinen Beleg hier zu geben. Mein Verleger Wolfgang Ferchel hat mir irgendwann ein Buch eines anderen Autors, Wolfgang Herles, ehemaliger ZDF-Journalist, geschickt, der ein ganzes Buch über die Quote geschrieben hat. 30 Jahre Berufsleben in diesem Haus am Lerchenberg in Mainz, wo die Quote innerhalb einer Generation zur entscheidenden Währung geworden ist. Also haben wir uns darüber unterhalten. Und ich habe ihm diese Frage gestellt, die ich im Buch vollständig vermisst habe. Die Frage war, sagen Sie, hat es einen einzigen Augenblick in Ihrem Berufsleben gegeben, da die Frage der Quote, die Frage der Aufmerksamkeitsökonomie im Führungskreis als philosophisches Thema behandelt worden ist? Also als eine Frage, was bedeutet das eigentlich, dass wir uns auf diese Währung einlassen? Was sind die Implikationen? Was ist die Veränderung im Gegensatz zu der alten Güterökonomie, wo man noch mit natürlichen Gütern und Knappheiten gearbeitet hat? Die Antwort von Herles war einfach, nein. Und ein wirklich starker Beleg dafür, dass tiefe Veränderungen, eine kapitalistische Wertekrise gleichsam, subkutan unter der Hand sich ereignen. Und wir werden in diesem Kontext eben auch die Frage stellen müssen, haben wir schon an einigen Stellen getan, warum dies so ist. Die Frage der Aufmerksamkeitsökonomie touchiert viele Bereiche, die wir schon behandelt haben oder eben auch noch behandeln werden. So werden wir einige Untertunnelungswege sehen, wo wir uns plötzlich erinnern an Bernhard Laum und das Heilige Geld oder an die Voodoo-Ökonomie, die Geschenkeökonomie von Marcel Mauss. Wir werden uns erinnern an die Geburt des Zinses im Mittelalter oder eben dieses statistische Moment, an das Phänomen, dass der Nationalstaat im 17. Jahrhundert mit der Bank of England das Geld monopolisiert und zum Zentralbankgeld macht. Ein Phänomen, was eben, wieder nächster Bezug, mit dem Ende von Bretton Woods vorbei ist und plötzlich erleben wir, dass die staatlichen Emittenten des Geldes merkwürdig schwach werden und dass plötzlich die privatwirtschaftlichen Akteure, die Ich-AGs, die Internationale der Spekulanten, einen viel stärkeren Einfluss darauf haben, was gilt und was nicht. Die Frage der Aufmerksamkeitsökonomie hat für mich so etwas wie eine biografische Seite, denn sie hat mich in einem Augenblick berührt, als ich selbst in das theoretische Schreiben, in das Nachdenken über die Kultur hineingeriet. Der Hintergrund ist einfach erzählt, ich hatte damals meinen ersten theoretischen Text veröffentlicht, Digitale Metaphysik, betitelt, im Merkur erschienen, und der Herausgeber
Kurt Scheel, der Redakteur, rief mich an und sagte, ich habe da so einen Text, bin mal neugierig, wie Sie den finden. Das ist ein Typ, der schreibt innig durchgeknallten Kram wie Sie. Sehr interessantes Kompliment. Und man ist natürlich neugierig, wenn man so etwas hört. Und ich bekam einen Text zur Aufmerksamkeitsökonomie. Das war das Jahr 1988. Der Autor war Georg Frank, ein relativ unbekannter, damals in Braunschweig tätiger Architekturtheoretiker, später nach Wien gegangen, der in den 90er Jahren ein erstes großes Buch zur Aufmerksamkeitsökonomie veröffentlichte. Diese 12, 13 Seiten waren aber absolut überzeugend. Und ich las es und mit tiefstem Einverständnis. Und es machte mir viele Dinge klar, die in meiner Welt sich verändert hatten, aber eigentlich keine Aufhebung in ein gedankliches Korsett gefunden hatten. Die ganz simple Frage, die Georg Frank sich auf diesen wenigen Seiten stellte, was ist knapp? Ist Geld knapp? Die Zeit, ein Jahr zuvor, hatte schon deutlich gemacht, dass Geld überhaupt nicht knapp ist. Also das Geld, das schon in Bretton Woods das Gold hinter sich gelassen hatte, also Fort Knox und die ganzen Goldschätze der Amerikaner hatten sich gewissermaßen Papiergeld aufgelöst, hatte in den 80er Jahren einen großen, nach dem ersten Schock, einen großen Run auf die Börsen, eine O's produziert. Hatte auch damit zu tun, dass Menschen begannen plötzlich Personal Computer zu benutzen, dass sie sich vernetzten, dass diese eher beschaulichen Orte einen gewissen Drive bekamen. Schlägt sie alles nieder in diesem interessanten Film von Oliver Stone, Wall Street, der von der Gier als neoliberalem Phänomen da erzählt, verkörpert in Martin Sheen. Und diese O's, dieser 80er Jahre, der Zeit der Yuppies, verflüchtigte sich innerhalb eines einzigen Tages, am 19. Oktober 1987, als die Welt eigentlich ein Drittel des Weltvermögens verlor, in einem Flash-Crash. Alle Börsenmitglieder benutzten die gleiche Software und die hatten die in der Regel so eingestellt, bei einem bestimmten Kursverlust von so und so viel Prozent eine automatische Abstoßungsreaktion vollzogen werden sollte. Also begannen alle, die gleiche Software benutzten, sich in einer kollektiven Abwärtsbewegung hinabzubewegen, so schnell und viel schneller, als sie sich hinaufbewegt hatten auf diesen Gipfel der Blase. Mit dem Erfolg, ein Drittel des Weltvermögens war über Nacht vernichtet und die Gesellschaft begriff, dass Geld ein kollektives Phantasma ist. Ein Jahr danach, also lese ich diesen Text und lese diese Frage, was ist knapp? Geld ist nicht mehr knapp, das kann man nach Belieben drucken. Was ist also dann knapp? Georg Frank beantwortet also die Frage nach ganz einfach. Natürlich ist Geld nicht knapp. Wenn Geld Papiergeld ist, kann man es drucken nach Belieben. Also hat man tendenziell eigentlich immer ein offenes Tor in Richtung auf eine gigantische Inflation, so wie in den 20er Jahren, als Menschen mit Schubkarren voller Papiergeld durch die Straßen gefahren sind und gewissermaßen die Wertlosigkeit des Geldes demonstrierten. Geld ist nicht knapp. Und jetzt kommt die zweite Frage. Wenn Geld nicht knapp ist, wenn man es nach Belieben proliferieren kann, Geld also eine gewisse Gleichgültigkeit angenommen hat, was ist dann knapp? Und hier war Georg Franks Antwort ganz einfach. Die Aufmerksamkeit des Konsumenten. Ich kann nicht zur gleichen Zeit zwei Bücher lesen. Ich kann nicht zur gleichen Zeit zwei Fernsehprogramme schauen oder wenn um den Preis einer verminderten Aufnahmefähigkeit. Ich kann nicht zur gleichen Zeit mich zwei Menschen mit Haut und Haar voll und ganz widmen. Das heißt, indem ich Aufmerksamkeit entziehe oder zugebe,
kommt es immerfort auch zu einer Art von, wenn man so will, einer Form der Überweisung. Ich überweise dem anderen meine Aufmerksamkeit. Also wir sehen, wir sind automatisch, wenn wir das jetzt so nehmen wollen, in der Welt des Marcel Mauss wieder gelandet, in der Welt der Gabe. Also ich gebe dem anderen meine Aufmerksamkeit, mein Mana, hoffe, dass er mir etwas zurückgibt. Natürlich ist diese schlichte Vorstellung, dass man von Mensch zu Mensch agiert, in einer Mediengesellschaft gar nicht wirklich präsent. Und insofern war Georg Frank vor allem damit beschäftigt, bestimmte mediale Phänomene zu analysieren. So hatte Boris Becker im Jahr 1985 Wimbledon gewonnen und das war der letzte große Straßenfeger, wenn man so will. Und alle Menschen waren begeistert, diesem 15-Jährigen zuzuschauen, wie er plötzlich auf den Olymp aller Tenniskarrieren hinaufsteigt. Und natürlich hatte das eine Werbedimension, die in der damaligen Zeit zu dem einen gigantischen Deal führte. Die Deutsche Bank kam auf den tollen Gedanken, mit Boris Becker, auf das Panier zu heben und ihn zum Gesicht ihrer Kampagne zu machen, also ein 50-Millionen-Deal. Und der Frank machte nichts anderes als die Preisgelder, die Boris Becker verdiente in Wimbledon, in ein Verhältnis zu setzen, zu dem, was medial an Aufmerksamkeit zu generieren war. Mit dem Effekt, dass er eben von solchen Phänomenen gesprochen hat, wie Aufmerksamkeitsmillionären. Also Menschen, die gigantisch viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, werden plötzlich zu Markenartikeln und sie können die Aufmerksamkeit monetarisieren. Was übrigens im Falle von Boris Becker deswegen interessant ist, weil er eigentlich als digitaler Analphabet dann irgendwie später tätig wurde. In der, ich glaube, Telekom war es, mit dieser Kampagne bin ich drin, also bin ich im Netz. Und ja, er war schon drin. Er war drin, ohne zu wissen, dass er eigentlich drin war. Kurzum, was Georg Frank in diesem Aufsatz von vielleicht 10, 12 Seiten machte, war nichts anderes als eine gründliche Analyse dieser veränderten Struktur. Dass nicht mehr Gold das Metrum der Knappheit ist, nicht mehr irgendein materieller Gut, sondern allein die Aufmerksamkeit des Konsumenten. Das ist eine Mission, die wir, glaube ich, allesamt gerafft haben, die wir internalisiert haben und in Gestalt von Influencerwesen zu einem biografischen Modell gemacht haben. Aber das sagt wenig oder vergleichsweise wenig aus, woher eigentlich diese merkwürdige Veränderung rührt, was sie beerdigt eben auch an Werten und was die Implikationen dieser Welt sind. Es ist eine großartige Leistung von Georg Frank, in den späten 80er Jahren schon die Internetökonomie in Gestalt dieser Aufmerksamkeitsökonomie vorweggenommen zu haben. Und natürlich erklärt das vieles von dem, was dann später Wirklichkeit geworden ist. Also das Clickbaiting, das Messen von Klickzahlen, dass man ganz genau schaut, wo Aufmerksamkeit allokiert wird. Dass man beispielsweise in Games Entscheidungen überhaupt nicht mehr auf individueller Ebene trifft, sondern nur in statistischer Form, dass man eben sagt, wird der rote oder der blaue Button mehr angeklickt? Wenn der rote mehr angeklickt wird, dann nehmen wir den roten Button. Nennt sich A- und B-Testing. Kurzum, unsere ganze Internetökonomie geht auf dieses Metrum der Aufmerksamkeit ein und es ist fast so etwas wie ein Gemeinplatz, darauf überhaupt nur hinweisen zu wollen. Was allerdings mit dieser Frage ausgeblendet wird, ist der Umstand, dass mit diesem Paradigmenwechsel weg vom Gold, von der goldgedeckten Währung hin zur aufmerksamkeitsgedeckten Währung auch eine politische Verschiebung stattfindet.
Man hat ja diesen Wandel unserer Gesellschaften, unserer kapitalistischen Gesellschaften, häufig dem Neoliberalismus in die Schuhe geschoben, als sozusagen quasi historischen Agenten, der die Staaten langsam abgewrackt und sich ihrer Verdienste bemächtigt hat. Aber ganz so einfach kann man das letztlich nicht machen. Wir müssen nur 13, 14 Jahre zurückgehen. In das Jahr 1974, da hatte gerade die Welt einen Ölpreisschock erlebt. Sie hatte die Grenzen des Wachstums begriffen. Vor allem hatte man begriffen, dass die monetäre Geldordnung der Nachkriegszeit, die über einen langen Zeitraum einen gigantischen Zuwachs jedes Jahr ermöglichte, dass die ins Rutschen geraten war. Und kurzum, die Verhältnisse befanden sich nicht nur auf der Ebene des Geldes, im Free Floating, im freien Flottieren. Zu der damaligen Zeit schreibt einer der Wortführer des neoliberalen Denkens, Friedrich August von Hayek, ein bemerkenswertes Buch, das den Titel trägt, Die Entnationalisierung des Geldes. Hier argumentiert von Hayek folgendermaßen, schon als ziemlich betagter Herr, der sich natürlich auch verwundert, warum die Geldfrage so wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Er sagt, der Nationalstaat habe sich nicht gerade als würdiger Hüter des Geldes erwiesen, habe in der Regel eigentlich riesige Schuldenberge aufgehäuft, dann in Abständen immer wieder eine Inflation losgetreten und Geld nach Belieben gedruckt, die Druckerpresse angeworfen. Und es sei sehr viel wahrscheinlicher, dass der Markt eine sehr viel bessere Lösung anbieten könne als die Zentralbanken. Also er entwarf dann ein Modell, bei dem verschiedene Banken, also privatwirtschaftliche Akteure, Geld emittierten, einzelne Währungen, die miteinander konkurrierten und auf diese Art und Weise insgesamt einen absolut erquicklichen im Währungsmarkt würden erzeugen können, bei der alle Interesse hätten, eine gute Währung, also nicht eine durch Staatsschulden finanzierte Währung, also eine korrumpierte Währung anzubieten. Jetzt stellt sich in diesem Text von Hayek die gleiche Frage, die sich 14 Jahre später Georg Frank stellen wird und fragt sich, wie überhaupt ist Geld gedeckt oder wie kann eine solche Währung gedeckt sein? Hayeks Antwort ist trotz neoliberaler Umtriebe ganz sogar überraschend. Er kommt darauf, oder wie Schumpeter das genannt hat, den barbarischen Rückstand der Ökonomie ins Feld zu führen und sagt, natürlich muss diese Währung goldgedeckt sein. Also er hängt immer noch am natürlichen Metro. Man könnte sagen, dass in den Jahren, das kann man an der Geschichte der Digitalisierung, so wie ich sie erzähle, jedenfalls absolut deutlich nachvollziehen. Man kann sagen, dass sich die Gesellschaft insgesamt von den materiellen Knappheiten löst und eben in einen psychischen Raum hineingeht. Und in diesem Raum ist Georg Franks Ökonomie der Aufmerksamkeit die absolut passende Währung. Aber das geht eben auch einher mit einer Depotenzierung und einer tiefen Veränderung bereits bestehender Strukturen. Wenn man so will, indem der Staat das Geld in die Hände international vernetzter Finanzmärkte gibt, begibt er sich seines Münzmonopols. Zwar gibt es noch Zentralbanken und dergleichen, aber die sind weitgehend Erfüllungsgehilfen einer von Entscheidungen, die ganz woanders fallen und letztlich nicht auf eine zentrale Gewalt, sondern auf eine dezentrale, vernetzte Ordnung zurück. Eben das, was wir schließlich mit dem Internet dann vor uns haben. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass mit der Frage der Aufmerksamkeitsökonomie die Frage nach dem, eine doppelte Frage verbunden ist. Einerseits nach dem Münzmonopol des Souveräns, und andererseits die Frage, wie kann es sein, dass ausgerechnet der Konsument, indem er konsumiert, zum Emittenten eines Wertes wird? Ist das nicht ein Paradox? Ist es nicht paradox, dass Konsumenten, die etwas verbrauchen, als diejenigen gelten, die einen Mehrwert erzeugen?
Hier nähern wir uns einem tiefen inneren Widerspruch, der mit der Aufmerksamkeit und eben dieser Verschiebung vom Produzenten hin zum Konsumenten einer Sache verbunden ist. Die Frage ist, werden die Konsumenten, die häufig nicht wissen, worüber sie denn da genau abstimmen, werden die ernsthaft darüber befinden können, dass diese Sache gut ist? Also werden sie die Güte der Güter ermessen können? Man kann durchaus sagen, also da, wo die Gebrauchsgüter sozusagen quasi zirkulieren in unserer Ökonomie und nichts Neues bieten, ist das gar kein Problem. Da sieht man natürlich, dass die Aufmerksamkeitsökonomie wirklich eine konstruktive Seite hat, dass sie Knappheiten bemessen kann, dass sie signalisieren kann, wie Menschen, die vielleicht gar nicht in den Fokus der Produzenten hineingeraten sind, plötzlich ihr Begehren anmelden und eben über ihre Abstimmung, über eine permanente, wenn man so will, Demokratie, ihre Kaufentscheidung letztlich zur Zukunftsentscheidung einer Gesellschaft machen. Gleichwohl bleibt diese Frage immer noch so zu stellen. Sind die Konsumenten diejenigen, die über die Güte eines Gutes befinden? Ich gebe hier mal ein radikales Gegenbeispiel, das aber deswegen interessant ist, weil wir hier genau mit der Logik des Internets, oder besser gesagt mit den Gesetzen von Metcalf und von Moore zu tun haben. Moore's Law, Metcalf's Law, also die Beschleunigung und den sogenannten Netzwerkeffekt. Das ist der Gedanke von Peter Thiel, der als Investor bei PayPal sein erstes Vermögen gemacht hat, aber dann eben auch als Venture Capitalist tätig ist und der sich folgende Erwägung auf die Stirn gewissermaßen geschrieben hat. Der sagt, ich gehe nur in Unternehmungen rein, wo ich sehe, dass ein Mensch ganz tief und überzeugend an eine Sache glaubt, einem Glauben huldigt, den sonst niemand in seiner näheren oder weiteren Umgebung teilt. Was, könnte man fragen, das ist doch das genaue Gegenteil von Aufmerksamkeitsökonomie. Wieso sollte man jetzt ausgerechnet einem Menschen, der tief an etwas glaubt, mehr Rationalität zusprechen als der Masse? Tausende von Fliegen können sich doch nicht irren, wie man weiß. Der Gedanke ist natürlich relativ einfach und der hat eben auch mit diesen Gesetzen der digitalen Ordnung zu tun, also dem Mooreschen Gesetz der Beschleunigung, Metcalfs Gesetz der Skalierung des Erfolges. Der Gedanke geht folgendermaßen: Wenn ein Investor einen jungen Menschen vor sich hat, der ihm von irgendeiner Geschäftsidee erzählt und sagt, der oder der oder der hat das bereits so quasi in Ansätzen gemacht, es gibt einen Markt dafür, dann kann er sicher sein, dass infolge der Beschleunigung, also Mooresches Gesetz, infolge des Netzwerkeffektes, Metcalfs Gesetz, diese Idee letztlich schon verbraucht ist. Irgendjemand wird, the winner takes it all, diesen Kuchen ganz alleine verspeisen und es wird keine Konkurrenz geben. Das haben wir gesehen bei den Suchmaschinen, wir haben es gesehen bei sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Das heißt, die Güte einer Sache wird nicht ermittelt, wird in Wahrheit gar nicht ermittelt, da wo sie sich bereits durchgesetzt hat, sondern sie wird im Windschatten, in der Windstille, dort ermittelt, wo bisher niemand ist und niemand sein kann. Das heißt, wir begegnen hier eigentlich dem Gegenteil der Aufmerksamkeitsökonomie. Aber wenn wir die großen Geschäftsideen der letzten 15, 20 Jahre an uns vorbei rauschen lassen, niemand hätte bestimmte Dinge für möglich befunden. Dieses ewige Zitat, meine Selbstwiederholung, dass man das Paarungsverhalten von Großstädtern mit einer Wisch- und Wegbewegung organisieren lässt. Aber eben auch Facebook, bestimmte Snapchat, was auch immer wir uns vorstellen können. Die Ökonomie der Gabe, die im Internet letztlich zu Gang und Gäbe geworden ist. All das sind Dinge, die ein vergleichsweise aufgeklärter Mensch der frühen
90er, 80er Jahre kaum hätte antizipieren können. Trotzdem sind es Realitäten. Und Realitäten, die auf eine gewisse Rationalität zurückverweisen. Also es ist durchaus nicht klar, ob die Aufmerksamkeitsökonomie, auch wenn sie de facto vieles zu erklären vermag, im Sinne des Güterstiftenden, des Wertestiftenden eine Rolle spielen kann. Ich habe mich in den frühen 2000er Jahren der Frage der Aufmerksamkeitsökonomie zugewendet, sinnigerweise in einer Zeit, als die Gesellschaft selbst gezeigt hat, dass sie gerade einem großen Phantasma aufgesessen ist. Das war die Zeit des ersten Internet-Crashs. Damals redete man, und es war ein merkwürdiger Ausdruck, von einem sogenannten Dummbonus. Der Hintergrund, da wurde jeden Tag eine Geschäftsidee nach der anderen präsentiert, eine verwegener als die andere. Und je leichtgläubiger die Leute waren, desto sicherer war eigentlich in diesem Schneeballsystem, dass sie einen Börsengewinn damit davon tragen würden. Also Dummbonus. Also Leichtgläubigkeit, die Witze, die erzählt werden, das erzeugt Mehrwert. Nun, es gab die große Bereinigung und meine Frage oder mein anhaltendes Misstrauen war eben, dass ich mich gefragt habe, ob ein Kapitalismus, der sich allein diesem Metrum der Mehrheitsmeinung anvertraut, ob der eigentlich über die Güter der Zukunft noch zu richten imstande ist. Was ist die Verwandlung, die der Kapitalismus erlebt hat? Er ist weggegangen von einer Güterökonomie hin zu einer libidinösen Ökonomie, also einer Ökonomie, bei der das Begehren eine Rolle spielt. An wen sollte man sich wenden, wenn man über das Begehren nachdenkt? Freud? Warum nicht Freud? Freud ist nicht nur als Begründer der Psychoanalyse in die Geschichtsbücher gegangen, sondern hat auch eine Ökonomie des Witzes geschrieben. Man kann ihn also durchaus auch als eine Form des Ökonoms der Aufmerksamkeitsökonomie auffassen. Worum geht es bei der Ökonomie des Witzes? Freud fragt sich, warum wir lachen. Was ist der Trick des Witzes? Wieso löst der Witz bei uns ein großes Gelächter aus? Seine Antwort ist relativ eindeutig und sie hat, wenn man das unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet, durchaus eine gewisse Überzeugungskraft. Er sagt, derjenige, der einen Witz erzählt oder hört, der untertunnelt eine gesellschaftliche Problematik. Der bekommt kann etwas sagen, sozusagen unter Einkaufspreis. Er hat einen Shortcut, einen Kurzschluss. Also der Witz glüht und er löst Gelächter aus, weil er etwas kurzschließt. Üblicherweise ein Teil, wo viel gesellschaftliche Kosten entstehen. Freud macht es an folgendem Beispiel klar. Er erzählt von zwei Männern. Der eine Mann entdeckt plötzlich an der Hand seines Kollegen ein Ehering. Und sagt, ach, du hast dich verheiratet, Glückwunsch und so. Der andere schaut etwas verlegen auf seinen Ehering und sagt dann, ja, ja, traurig, aber wahr. Und dieser kleine freudsche Versprecher zeigt, also im Moment des Untertunnels, die Institution der Ehe, die von allen hoch verehrt wird und hoch geschätzt wird, das Fundament von allem, erweist sich eben bei genauem Hinschauen als eine etwas fragwürdige und dann doch nicht so lustspendende Institution, traurig, aber wahr. Kurzum, Freud erzählt also, er begreift also den Witz als ökonomisches Verbilligungsprinzip, so eine Art von, wenn man so will, man ist in der Grabbelkiste des Kapitalismus gelandet. Nun, wenn wir das jetzt auf die Aufmerksamkeitsökonomie, namentlich auf die Werbung beziehen, nebenbei Edward Bernays, der Verfasser des Buches Propaganda, ist ein Neffe von Freud, der erste Erfinder der Public Relations. Wenn wir das also auf die Aufmerksamkeitsökonomie beziehen, dann sehen wir schon bestimmte Bezüge. Wir könnten sagen, ja, offenbar gehen die nach der Ökonomie des Witzes vor. Der Witz hat natürlich noch eine Dimension, die tief mit unserer immateriellen, digitalen Ökonomie zu tun hat. Das ist, habe ich einen Witz einmal erzählt, kann ich ihn nicht noch einmal erzählen. Der Witz ist also in unserem Kapitalismus eigentlich so etwas wie ein perfektes kapitalistisches Gut.
Besteht das Dilemma eines Waschmaschinenverkäufers beispielsweise darin, dass jemand nur einmal in seinem Leben oder vielleicht zweimal in seinem Leben eine Waschmaschine einkauft, so ist er genötigt, der Waschmaschine irgendwo einen Fehler einzubauen, dass sie vielleicht alle 7 Jahre kaputt geht und durch die nächste Generation ersetzt werden muss und so weiter und so fort. Also langlebige Wirtschaftsgüter werden durch kurzlebigere Güter ersetzt und es wird immer kurzlebiger und kurzlebiger. Und am Ende steht der Witz, nämlich einmal erzählt, sofort vernichtet. Was mich dann sofort an einen Witz erzählt hat, in meiner Jugend gab es eine, wenn man so will, Konjunktur der Irrenwitze. Und da gab es einen, der spielt in einer Irrenanstalt, ein Besucher kommt rein, wird von einem Psychiater da durch die Gänge geführt und sieht, dass die Irren da sich gegenseitig Zahlen zuwerfen und in ein gigantisches Gelächter ausbrechen. 7, alle lachen, oder 55 und so. Dann sagt jemand eine sehr große Zahl und das Gelächter ist plötzlich absolut gigantisch. Und dann erklärt der Psychiater dem Besucher, ja, wissen Sie, es ist hier so, die Besucher haben sich ihre Witze durchnummeriert. Die werfen die sich in den Topf, geht schneller, können dann lachen sie und so. Und dann will der Besucher natürlich wissen, warum sie bei dieser besonders hohen Zahl besonders laut gelacht haben. Und dann sagt der Psychiater, ja, den kannten sie halt noch nicht. Also bescheidener Irrenwitz in meiner Kindheit. Aber auf den Kapitalismus bezogen haben wir genau dieses Dilemma. Also eine Ökonomie, die mit einer immer kleineren Halbwertszeit von Gütern zu tun hat, wird notwendigerweise auf den Witz gehen und auf die Scherzartikelökonomie. Geiz ist geil, Scherzartikel. Und da haben wir ein echtes Dilemma. Wir sehen, dass eine Gesellschaft offenbar nicht mehr fähig ist und imstande ist, die Güte die Güte ihres Gemeinwesens zu organisieren. Sie untertunnelt. Das hat, wenn wir im Rückblick auf diese Zeit zurückschauen, das hat natürlich durchaus materielle Auswirkungen. Wenn wir uns die Finanzkrise anschauen, die ja ihrerseits ein Produkt eines Phantasmas war, Scherzartikelökonomie der besonders schrägen Art, dann war die Lösung dieser Finanzkrise, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diesen ganzen Schrott an Immobilien angehäuft, also etwas, was man gesellschaftlich oder ökonomisch Bads nennen würde, im Gegensatz zu den Goods, also die schlechten Güter, die Güter, die Schaden anrichten. Wir haben also toxische Dinge produziert. Wie können wir uns davon lösen? Die einfache Lösung war, man macht eine Abwrackprämie auf Güter. Also man hat dann die Autos mit einer Abwrackprämie versehen und hat die Menschen animiert, neue Autos zu stiften. Nun, die großen Investoren dieser Welt, wie JP Morgan, sind im Gefolge der Finanzkrise dazu übergegangen, ihre Portfolios umzuschichten. Die sind weggegangen von diesen alten kapitalistischen Gütern zu den neuen kapitalistischen Gütern. Was sind die neuen kapitalistischen Güter in der Aufmerksamkeitsökonomie? Nichts anderes als die Menschen selbst oder genauer noch ihre Zukunft. Also, JP Morgan hat eine große Entscheidung getroffen, ich glaube 2010. Sie gehen auf Studienkredite, auf die Student Loans, auf die Futures der Menschen selbst. Nun, 10 Jahre nachdem das alles so auf diese Art und Weise in die Welt gesetzt worden ist, muss man zur Kenntnis nehmen, dass immer größere Teile von Bevölkerung diesen Zukünften nicht werden entsprechen können. Also, dass sie sich Illusionen gemacht haben und dass diese Illusionen verkauft worden sind. Das heißt also, die Aufmerksamkeitsökonomie beginnt, die Ich-AGs anzukränkeln. Und es ist zu befürchten, dass in der nächsten Finanzkrise keine Abwrackprämie auf Güter, sondern eine Abwrackprämie auf Menschen bezahlt wird. Was sich mit der Aufmerksamkeitsökonomie abzeichnet, ist natürlich, wenn man so will, das Eindringen der symbolischen Ordnung in jeden Einzelnen. Was sich ja an verschiedener Stelle eben auch als ein Plus Intra bezeichnet habe. Oder der Grund
letztlich, warum ich nicht mehr vom Individuum, also von dem Renaissance-Subjekt spreche, sondern vom Dividuum, also dem Identitätskonzept, was ich über das Sharing, über die Kommunikation, über das Teilen, das gesellschaftliche Teilen mit anderen erhält. Diese Verschiebung des Identitäts- oder Individuumsbegriffs macht sich natürlich auch, und zwar im Gefolge der Aufmerksamkeitsökonomie, ganz deutlich sichtbar. Also ein fast verräterisches oder zumindest offenbarendes Moment ist der Begriff letztlich der Ich-AG, der entworfen worden ist in den 2003er, 2004er Jahren in der Kommission und Peter Hartz, die sich mit den Hartz-Gesetzen beschäftigt hat und wo eigentlich kleinen, selbstständigen Kioskbesitzern und dergleichen empfohlen wurde, sich selbst als Homo economicus, als Aktiengesellschaft aufzufassen. Also ein groteskes Missverhältnis eigentlich zwischen den Betrachtungsweisen. Aber was wir hier sehen können, selbst in diesem deplatzierten Begriff, ist genau dieser tiefe innere Konflikt, der in dem x gleich x hoch n angelegt ist. Einerseits hat man das versierte Selbst, wenn man so will, das, was Marx das lebendige und bedürftige Kapital nennt. Auf der anderen Seite hat man dieses Gesellschaftskonstrukt, also das nach dem Bild einer metaphysischen Entität gebaut ist, wie wir gelernt haben, also die Gesellschaft als Christus-Ebenbildlichkeit, die eigentlich nicht sterben kann, was natürlich nicht in unserem Begriff ist. Also die Ich-AG ist so etwas wie eine Monstrosität, eine begriffliche Monstrosität. Und trotzdem drückt sie etwas durchaus Gegenwärtiges aus, nämlich, dass die Ordnung, die symbolische Ordnung, tiefer greift, als das ehedem der Fall war. Mag sein, dass die Internetwelt viel weiter ist als unsere Old Economy. Im Internet wissen wir, wenn wir etwas umsonst bekommen, dann deswegen, weil wir selber das Produkt sind. Und natürlich haben sich die Menschen längst angewöhnt, gleichsam als lebende Münze zu agieren. Jeder, der sein Profilbild hegt und poliert und an seiner Außendarstellung arbeitet, der an Selbstoptimierungstechniken nachgeht, versucht krampfhaft in diesem Kapitalismus der Aufmerksamkeit so etwas wie einen Ort zu finden, der ihm allgemeine gesellschaftliche Anerkennung verleiht. Das war ein Satz, den der Georg Frank zusammenfassend zu seiner Aufmerksamkeitsökonomie gesagt hat, dass Aufmerksamkeit wohl die größte Droge sei, die man besitzen kann, die Aufmerksamkeit der anderen Menschen. Gleichwohl, dieses Moment des Drogiertseins ist ein echtes und tiefes Dilemma. Mich hat dieses Nachdenken um die Aufmerksamkeitsökonomie in Anfang der 2000er Jahre wirklich zu dunklen Schlussfolgerungen geführt. Auch gerade deswegen, weil ich es in einem Zusammenhang mit einem tieferen ökonomischen Problem gesehen habe. Setzen wir die Boolesche Formel des x gleich x hoch n für den zeitgemäßen Kapitalismus an. Das ist vollkommen klar, dass ich dann der Verheißung meiner selbst gar nicht standhalten kann. Ich mag imaginieren, ich bin ein Königskind der Moderne, ich mag mein Profil polieren, wie ich will. Ich kann mir erdichtete Eigenschaften zulegen und auf irgendwelchen Gütertafeln sagen, dass ich der Größte bin. De facto werden immer größere Teile der Wertschöpfung in die Welt der Maschinen hinüberwandern. Und wird man immer mehr Intellekt brauchen, um das zu bewerkstelligen, werden vielleicht auch immer weniger Menschen das tun. Es gibt diese finstere Frage, zu der sich gelegentlich dann auch Ökonomen verstiegen haben. Was gibt es Schlimmeres, als ausgebeutet zu werden? Nicht ausgebeutet zu werden. Das ist die Erfahrung, die, glaube ich, immer größere Teile dieser Gesellschaft gemacht haben. Das Gefühl, dass der Gebrauchswert, der eigene Gebrauchswert, nicht mehr da ist. Dass man überflüssig, Couch-Potato wird. Dass man sich selber erfinden muss. Aber dieses Moment des Überflüssigseins, das beraubt die Menschen ihrer
Menschenwürde, also ihrer intrinsischen Identität. Hier kommt es zu einem merkwürdigen, vielleicht sogar etwas perversen Umschlag, wenn wir diese marxischen Kategorien nehmen. Nehmen wir den Gebrauchswert, da wo ich selber zum Gebrauchswert werde und erleben muss, dass man mich nicht mehr braucht, dann werde ich nur noch geltend machen können, dass ich missbraucht worden bin, dass man mich missbraucht hat. Selbst da, wo das gar nicht der Fall ist, weil man mich einfach nicht mehr braucht. Das heißt, das Gefühl der beschädigten Existenz verwandelt sich in einen Missbrauchsvorwurf. Und weil hier wiederum die Gesetzmäßigkeit des Netzes dazu führt, dass eine starke Emotion auf ein Echo stößt, das auch dieses Moment des Starken noch verstärkt, also diese Echokammern, Filterblasen und dergleichen, erleben wir, dass immer größere Teile der Bevölkerung in dieses Lamento einstimmen. Königskinder der Moderne, die aber gehindert werden, zu dem zu werden, was sie sich zu sein erträumen. Das ist ein echtes Dilemma. Und man versteht, dass in diesem Dilemma eigentlich ein Verantwortlicher gefunden muss, der so groß ist, dass man ihn gar nicht mehr wirklich adressieren kann. Wie wäre es mit dem Klima? Ist das nicht eigentlich der ideale Adressat? Das besagt übrigens, das gibt auch diesen wunderbaren Ausspruch von der Donna Haraway recht, dass wir uns so sehr an den Kapitalismus gewöhnt haben, dass wir eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus zu denken imstande sind. Das heißt, was immer wir über uns imaginieren, all die Güterordnung, all die Phantasmen, die erdichteten Eigenschaften, um das mit Nietzsche zu sagen, entstammt eigentlich dieser Welt des Kapitalismus, die wir festhalten wollen, aber nicht, die nicht zu halten ist. Also adressieren wir es und sagen, wir sind missbraucht worden. Wir sehen also eine Art von Fehladressierung und ich glaube, dass genau hier eigentlich die Aufmerksamkeitsökonomie, trotz aller Meriten, die sie hat, dass sie als ökonomisches System auch wirklich perfekt bestimmte Dinge signalisiert, dass sie dieses Dilemma nicht lösen kann, das Moment in ein soziales Nichts zu fallen, in eine Sozialität, bei der der Common Sense gleichsam den freien Radikalen geopfert wird, die sich selber neu erfindend sich einen Wert geben müssen. Das ist das Dilemma, da kann man nur laut rufen, protect me from what I want.